Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bloody, im besten aller mittelmäßigen Let's Playern über 30. Ja, Daki, das war für dich. Ich weiß, du magst das nicht. Und Space Engineers, ich bin noch nicht ganz da. Star Wars, The Old Republic. Und zwar geht's weiter mit Risu Van Zoid, dem, ja, Revolverheld. Ich wollte gerade sagen Kopfgeldjäger, aber das wäre die andere Seite. Okay, weiter geht's. Es wird eine Kleinigkeit verändert in diesem Let's Play. Und zwar diese ganzen Reisen von A nach B, etc., kleine Mobgruppen unterwegs, werde ich wohl ein bisschen überspringen oder vorspulen, verschnellern. Verschnellern. Schneller machen, damit es hauptsächlich um die Story hier geht. Und das wird auch ein bisschen interessanter, denke ich mal, fürs Zuschauen. Die Story ist schön und der Rest ist erstmal so ein bisschen langweilig, wenn man das Spiel selber nicht spielt. Und selbst wenn man es spielt, kennt man zu Genüge. Eieiei. Wortprobleme. Nein, Sprachprobleme. Wortfindung. Das war der ganze Satz. Wir sind ja auf Ort Mantell. Muss mal kurz auf die Minikarte gucken. Ja. Ich werde erstmal zum Ausbilder gehen. Wenn Vorganik nicht wäre, wären wir längst alle Separatisten. Das ist die letzte Stätte der Freiheit auf Ort Mantell. Ja, genau. Die Letzte Holocotta. Stadt. Ui, Kleid der Navigation. Jawohl. Ausweichen. Auf alles gefasst. Wenn du in Deckung gehst, wird dein Stufe Zeitbomben. Okay. Schnell ziehen. Feuert mit schnelle Schüsse ab. Ah, okay. Gut. Schauen wir uns das doch mal an. Was hat er jetzt da gemacht? Schnell ziehen. Okay. Ausweichen. Ah, okay. Das ist eine Fähigkeit, die gehört hier runter. Das da gehört darüber. Splitterbombe. Ah, das ist auch eine andere Fähigkeit. Okay. Bin zufrieden damit. Alles klar. So, was ist denn unsere Aufgabe? Begib dich zum Fährenhafen von Ort Mantell. Der Fährenhafen. Wo war der? Ah, ganz da hinten. Stimmt, wir sind ja da stehen geblieben, dass wir den Planeten verlassen können. Stufe 10. Geht eigentlich ein bisschen mehr. Aber wozu? Nicht mehr wie nötig. Moment, wir haben gerade eine Fähigkeit bekommen. Gleiternavigation. Was war das? Die Taste P. Da haben wir doch irgendwo keine Haustiere. Nein. Zufällige Transportmittel. Eigentlich sollte ich ein Transportmittel bei allen haben. Nein. Sehr interessant. Also muss man ein Transportmittel organisieren. Aber ich habe mit meinen anderen Charakteren habe ich noch eins, zwei, drei, ganz viele. Aber ich sollte hier eigentlich auch eins haben. Es wundert mich, warum es nicht angezeigt wird, aber gut. Was blinkt da oben? Die Sternkarte, ja. Ich habe aber noch kein Schiff. Wie gesagt, ich wollte eigentlich, soll was jetzt überspulen, aber für den Anfang lasse ich es mal so, wie es ist. Okay. Ich habe es satt, auf Raumschiffen eingepfercht zu sein, Soru. Ich will auch mal rumlaufen und Sachen abknallen. Seid gegrüßt, sanfter Captain. Wenn der wüsste.
Ich habe aber keine Lust dazu. Sagt Rogun, er kann mich mal. Genau. Oh, ihr wollt kämpfen? Das könnte doch noch unterhaltsam werden. La Joba non botafa, hava kekuna chidunik na nolia. Mhm. Würde ich. Bisgamayo kojedwanti. Noa huyat yachavopa. Nie im Leben. Haltet die Klappe und sterbt, ihr Missgeburten. Aber ich bin froh, dass ihr es nicht getan habt. Und schon geht's los. Da. Besser? Ah, die da war die Deckung. Ich habe die ganze Zeit jetzt eine andere Klasse gespielt. Ich muss erstmal wieder rein. Hey. Na? Was ist das für... Ach! Diese verkehrte Fähigkeit. Ich kann so oft Granaten werfen. Das geht aber schnell. Aha. Das ist diese Fähigkeit. Alles klar. Nichts zu looten. Da ist auch nichts. Moment, wo soll ich jetzt hin? Ah, Transferaffäre. Na, okay. Zur republikanischen Flotte. Das klingt doch schon mal gut. Schade, ich dachte, wir würden jetzt schon unser Schiffchen wiederbekommen. Aber ich glaube, das dauert noch einen Moment. Dieser Skavak. Wenn ich den in die Finger kriege, lebt er nicht mehr lang. Gott sei Dank habe ich mich so daran gewöhnt, diese langen Reisen hier zu machen. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ein paar Leute denken dann, oh, das ist so langwierig und langweilig, es muss schneller gehen. Allerdings schnellere Games, ja, können schön sein, aber können dann auch ein bisschen stressen. Republikanische Flotte. Und immer ein bisschen Werbung unten im Bild. Muss ich keine machen. Oh, was gibt's denn da? Ich krieg auf jeden Fall Blaster. Der ist schon mal besser. Okay. Corso Riggs Ausrüstung. Kann ich die vorher ansehen? Warum kann ich die vorher nicht ansehen? Aber ich hätte ganz gerne eher so eine helle. Ja. Ja, gucken wir doch mal. Wieso kann ich das denn nicht ansehen? Oder kann man immer eine Vorschau machen? Macht nichts. Nehmen wir so, so. Moment. Deine. Hey. Ach so. Es war ein Paket. Konnten wir vorher nicht angucken. Jetzt. Zack. 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 Steht immer noch ganz gut, finde ich. So, und die ist für mich. Das wird schon wieder. Mhm. Genau, das wird schon wieder. Da ist er doch. Ich habe meinen Kleider vorhin gesucht. Dabei war er alles in meinem Inventar. Aha. Sehr gut. Der gehört aber nicht dahin. Der gehört hierhin. Mhm. Nicht abschließen vergessen. Nein, das Abschließen nicht vergessen. Sonst wäre ein Kampf verzieht man mal ganz gerne seine Leiste. Das ist uncool. Okay, was machen wir? Wo müssen wir hin? Ich habe hier aufgepasst. Nimm die Fähre nach Coruscant. Ja, hier an dem Terminal, wenn man hier ankommt das erste Mal, hier kommen glaube ich fast alle an. Gibt es so ein paar Missionchen. Gruppenfinder-Einführung, Kriegsgebiet-Einführung, das ist ein PvP-Bereich.
Ja, Flashpoints, größere Missionen. Oder die erste Mission, die ist, glaube ich, die längste von allen. Und der Handwerksausbilder. Machen wir das? Ne, das können wir auf Coruscant genauso machen. Aber ich nehme die trotzdem mal an. Ach nee, die können wir nicht auf Coruscant machen, weil die hier stattfinden muss. Aber wir sind in der Nähe. Es geht ratzifatzi. Bin nur am Überlegen, welche Rüstungsbau. Biochemie waren Stimpaks, Medipacks und sowas. Kunstfertigkeit sind Farbkristalle, Lichtschwert, Griffe. Rüstung, selbsterklärend, Sündfertigung. Ach, Textilien, also Roben und sowas. Was haben wir noch? Cybertech habe ich mehr als genug Charakter damit. Waffenbau habe ich auch einen Charakter. Also wird es hier wohl Rüstungsbau. So, Rüstungsbau. Hey. Ja, ich bin zu weit weg. Tada! Ich glaube, wir haben die Aufgabe schon erledigt. Oh ja, nee, Moment. Erlerne eine Crewfähigkeit und interagiere mit einem Ausbilder. Ach so, ja. Eine Crewfähigkeit. Moment. Und das hier ist doch der Ausbilder. So, ich kann nichts lernen, weil ich noch nichts getan habe. Perfekt. So, und da gibt es natürlich jetzt noch Sammelfähigkeiten. Wenn ich jetzt wüsste, welche Sammelfähigkeiten Rüstungsfertigung braucht. Ich werde das gerade mal in Erfahrung bringen. Einen kleinen Cut. Und wieder da. Also Rüstungsbau braucht Plündern und Archäologie? Nein. Mist. Also auf jeden Fall plündern. Ja. Unterwelthandel. Da ist es doch. Trainieren. Wunderbar. Denn mit jeder Fähigkeit, wie hier Rüstungsbau, kann man dann unterschiedliche Rüstungsteile herstellen. Bau ist ja eine ganz große Sache. Ja, und um die herzustellen, braucht man natürlich auch wieder andere Gegenstände wie Quarz, Leitflussmittel und Dash. Sammeln wir aber alles im Laufe der Zeit jetzt auf. Kann man aber auch über diese Fähigkeiten des Plünderns machen. Da kann man seinen Gefährten losschicken. Ich habe allerdings nur einen, das wäre Blödsinn, wenn der weg ist. Mein Heiler. Und genauso beim Unterwelthandel. Aber Leitflussmittel. Wie viel Kohle haben wir denn? 3000. Ja, das geht. Das geht. Hier vorne war nämlich so ein Händler. Da kriegt man schon mal das Das sind die Leitflussmittel besten her. Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Da nehmen wir mal mit. Ernsthaft, so langsam geht das, wenn man gedrückt hält? Hier muss ich echt. Ja, nehmen wir mal 50 mit. Hat mich sehr gefreut. Habe ich jetzt noch Kohle? Ja. Hielt sich in Grenzen. So, ab zum Abflug. Ganz da runter, okay. Liege ich jetzt. Ja, ich nehme den langen Weg, aber macht euch, macht nichts draus. Macht mir nichts aus, so rum. Macht ihr euch nichts draus. Bin so ein bisschen verpeilt. Wir haben Samstagmorgen. Irgendwann brauchen wir ja die Zeit, um ein paar Videos aufzunehmen für euch. Hier zum Beispiel könnte man den ersten Flashpoint annehmen. Den werde ich aber nicht machen. Oder vielleicht doch. Allerdings, der dauert. Der dauert. Und Level 10 ist dafür vielleicht ein bisschen klein. Nee, den machen wir jetzt nicht. Wir wollen weiter. Nach Coruscant. Lade ein bisschen schneller. Danke dir. So, benutze das Zollterminal. Na klar, mache ich das.
Ja gut, wir sind noch nicht allzu schnell mit diesem Gleiter unterwegs, aber schneller wie gelaufen. So. Zollterminal. Ist mords viel Text gerade da. Stöhn, stöhn. Er redet und es gibt einen. Wir sind ja Schlawiner. Und schon dürfen wir auf Coruscant rumlaufen. Alles auf Coruscant ist riesig. Habt ihr diese Stadttürme gesehen, als wir hereingeflogen sind? Wie viele Leute leben wohl darin? Millionen? Du bist ein solcher Bauernjunge. Wollen wir direkt beleidigen? Wir sind nicht auf Urlaub hier. Gehen wir Skarvak finden und desintegrieren ihn. Wow, langsam, Captain. Auf diesem Planeten muss es eine Billion Leute geben. Wenn wir Skarvak finden wollen, bevor wir zu alt sind, um noch gerade ausschießen zu können, brauchen wir Hilfe von Ansässigen. Wir krachen nur ein paar Schädel zusammen, bis Skarvak herausfällt. Gegen etwas Übung mit Sparky hätte ich nichts einzuwenden, aber ich kenne einen schnelleren Weg. Es gibt einen Spieler namens Damas Polaran, der alles im Auge behält, was über Coruscant wissenswert sein könnte. Ein guter Mann. Ihr werdet ihn mögen. Ist vielleicht ein Besuch wert. Wo finde ich diesen Damas? Vido sagte immer, wenn du nach einem Sabaktisch mit schönen Frauen suchst, dann findest du Damas. Aber das kann ich eingrenzen. Ich habe immer noch Vidos Holofrequenzkontakte und Damas ist einer davon. Gebt mir eine Sekunde und wir können mit dem Mann persönlich reden. Corso, seid ihr das? Es ist lange her, alter Gauner. Was führt euch nach Coruscant? Ich habe da ein Anliegen. Gibt es einen Ort, wo wir uns treffen können? Natürlich. Komm zu meinem privaten Cantina-Bereich. Ich bin gerade hier und gewinne meine 10. Sabak-Runde gegen einen sehr ausdauernden Rodianer. Ich hoffe, euch stört gelegentliches Blasterfeuer nicht. Die Cantina befindet sich in einem wilderen Teil von Coruscant. Ich komme gerade aus einem Kriegsgebiet. Ich bin Blasterfeuer gewöhnt. Ich dachte mir schon, dass ihr mehr als nur ein Tourist seid. Haltet euren Comlink-Kanal offen, Damas. Ich habe schlechte Nachrichten über Vido. Ich bringe Damas auf der Reise auf den aktuellen Stand, Captain. Sei diskret. Halt die Augen nach dem Dreckskerl offen, der mein Schiff gestohlen hat. Genau. Alles klar. Okay. Kann er noch irgendwas anklicken? Das hat doch eben blau geleuchtet. Ah. Kleine Verzögerung. So, aber die erste Reise in Coruscant möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn ihr es noch nicht kennt, Coruscant, ich denke mal, ihr kennt die Star Wars Filme. Aber Coruscant ist gigantisch gemacht. Gut, damit man sich unbedeutend fühlt. Immerhin, sie wird von keiner Gilde kontrolliert. Aber diese Gebäude da hinten, überall leben Milliarden von Menschen oder Lebewesen. Sind ja nicht alles nur Menschen. Dudla. Haben wir hier irgendwas? Nein? Wo müssen wir denn hin? Wir brauchen nicht ins Senatgebäude. Senatsgebäude. Die Jedis müssen da ständig rein. So. Und die erste Taxifahrt möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Aber danach schon. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ist schon beeindruckend. Wenn man sich überlegt, so eine Stadt, dass sie wirklich existieren würde. Boah. Da müsste man wirklich fliegende Autos haben, ansonsten käme man da nicht durch. Das wäre ja Verkehrschaos. Ist ja heute schon schlimm.
knapp. Und weiter geht's. Der galaktische Markt. Und jetzt nach links. Warum laufe ich eigentlich? Brauche ich doch gar nicht. Ab in die Kantine. Solange man kann. Mit dem Kleid fliegen. Sogar die Kantinas hier sind groß. Damas sagt, das sei die beste Bar auf dem ganzen Planeten. Echt? Okay. Dann würde ich mal sagen, wir quatschen eine Runde. Das ist das beste Gefühl. Ein Himmel voller Sterne, ein neuer Planet wartet irgendwo in der Galaxis. Das wird nie langweilig. Ich dachte, du hättest Ord Mantell nie zuvor verlassen. So viel wisst ihr über mich, Captain? Es ist selten, jemanden zu treffen, der so schnell das eigene Leben erkennt. Als ich zurück nach Ord Mantell kam, dachte ich, das wäre das Ende für mich. Danke, dass ihr mir einen Ausweg gezeigt habt. Jo, nicht zu danken, mein Guter. Aber du willst noch weiter quatschen. Also, wie steht es um den Krieg, Captain? Glaubt ihr, dass die Republik aufhören wird, sich hinter dem Vertrag von Coruscant zu verstecken und offen zugibt, dass sie das Imperium vernichten will? Es passt einfach nicht, mit Leuten zu verhandeln, die jeden Mann, jede Frau und jedes Kind töten wollen. Ich lösche das ganze Imperium aus, wenn's sein muss. Dann werden ich und Sergeant Wum hier direkt bei euch sein, Captain. Ich bin zur Friedensbrigade gegangen, als ich 14 war. Ich weiß, wie ein Planet aussieht, wenn das Imperium damit fertig ist. Hey, warum könntest du es nicht anklicken? Nach dem, was Skavak sagte, dachte ich, du kämest direkt von einer Farm. Ich stand Skavak nie so nah, wie er dachte. Die Brigade ist eine Hilfsorganisation, geht auf Planeten, die vom Vertrag von Coruscant im Stich gelassen wurden und hilft Leuten, die das Imperium verdrängt hat. Ich war ein Kind auf der Suche nach Abenteuern. Nach 2 Monaten... Sagen wir einfach, es gibt keine Kinder in Kriegsgebieten. Tja, der Arme. Der hat schon ein bisschen was mitgemacht in seinem Leben. Wo ist eine gute Damas? Ah. Besonders viel Text gerade. Spannend. Aha, das war ja ein Modspiel. Willkommen. Ich bin Damas Polleran. Sabak-Spieler und Informationsquelle gleichermaßen. Lass gut sein, Kumpel, würde ich sagen. Wer hat nach einer Lebensgeschichte gefragt? Etwas Höflichkeit legt in den Schatten von Coruscant einen langen Weg zurück. Versucht es doch mal. Tut mir leid, das von Vidu zu hören. Er war ein Mann mit gutem Geschmack und ein grauenhafter Kartenspieler. Ich werde ihn ehrlich vermissen. Das Leben ist wie Sabak. Der Trick ist, aufzuhören, solange man vorne liegt, und den Gewinn zu genießen, genauso wie ich meinen Lebensabend verbringe. ja, komm, darauf trinken wir mal. Alles Gute. Wer braucht schon Glück? Mit der richtigen Vorbereitung und einer flexiblen Strategie ist ein Mann für alles bereit, was das Leben ihm beschert. Sogar für den Tod. Nun, ich weiß, dass dies hier kein geselliges Pläuschchen ist. Corso sagte, ihr habt Ärger. Und ich bin bereit zu helfen. Jo, ich bin auf der Suche nach meinem Schiff.
Ein Mann namens Skavak hat meinen Frachter gestohlen und hierher gebracht. Corso erwähnte einen Laderaum voller gestohlener Blaster und auch den berüchtigten Rogun den Schlechter. Mein Beileid. Skavak ist in der galaktischen Unterwelt wohl bekannt. Er hat sich Todesstrafen quer durch die Galaxis eingehandelt. Für alles, von bewaffnetem Raub bis zur Entführung. Man sagt, das Sith-Imperium habe ihn in der Hand. Und er mogelt sogar beim Kartenspielen. Ich helfe euch gerne, ihn zu finden. Er mogelt sogar. Wenn es eines gibt, das ich hasse, dann ist das Falschspielen. Ich finde, wenn man nur durch Mogeln gewinnen kann, sollte man das Spiel komplett sein lassen. Gleich nachdem Corso Skavaks Namen erwähnt hatte, habe ich meine besten Informanten alarmiert. Ich bekomme einige interessante Hinweise. Was habe ich euch gesagt, Captain? Damas findet alles heraus. Wir haben Skavak in 0, nichts. Hören wir uns Damas tollen Rat erstmal an. Ich biete keinen Rat, Captain. Nur Informationen. Was ihr daraus macht, ist eure Sache. Skavak nahm kürzlich die Dienste einer Datenhackerin namens Kixi im Hauptquartier der Händlergilde der Migranten in Anspruch. Sie ist recht talentiert, habe ich gehört. Eins muss man ihm lassen. Er hat ein Händchen für Frauen. Da ist sicher nicht viel Romantik im Spiel. Skavak lässt sich nicht mit Fremdlingen ein. Nicht einmal mit so Menschenähnlichen wie Kixi. Kixi könnte in der Lage sein, euch zu helfen, Skavak aus seinem Versteck zu locken. Aber seid vorsichtig. Die Gilde ist gut bewaffnet und mag keine Außenseiter. Entschuldigt mich, aber da sind ein paar entzückende junge Damen, die dringend meine Aufmerksamkeit brauchen. Ach, was die Schleimbeutel. Furchtbar. Jawohl. Und direkt mal Stufe 11 geworden. Wunderbar. Das wird schon wieder. Die war so schweigsam da hinten auf der Couch. Obwohl, hat die nicht eben noch davor gesessen? Ah ne, da. Wieder war's. Interessant, interessant. Damas Bewunderer, Bewunderer, Bewunderer. Und du auch, bist auch ein Bewunderer. Okay. Okay, okay, okay. Ja, gut. Ich will die Folge gar nicht so in die Länge ziehen. Benutze die Sicherheitskonsole. Das ist die nächste Aufgabe. Und da wir hier in einer Kantine sind, kann ich mich nämlich wunderbar auch ausloggen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst mal ein Däumchen da, vielleicht auch ein Abo, wenn ihr lieb seid. Kommentare, haut raus, was ihr denkt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.